Jo, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das für heute geplante Thema, das verschieben wir. Dafür wird die Sendung heute aufgemacht. Es wird eine freie und offene Themensendung. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir reden wollt. Ihr kennt das ja. Und dann müsst ihr einfach nur unsere Nummer wählen, unsere kostenfreie Nummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Mein erster Anrufer heute Nacht heißt Robert. Und Robert ist 35 Jahre alt. Guten Morgen, Robert. Hallo. Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist, dass ich so verheiratet bin. Ich habe zwei Kinder. Mhm. Und meine Tochter ist 9 und mein Sohn ist 4. Und meine Frau ist schwer krank und wird wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr überleben. Und was für eine Krankheit hat deine Frau? Meine Frau hat Chorea Huntington. Was ist das? Das ist eine Art von Parkinson, aber noch ein Zacken schärfer. Also eine Art, so wie Parkinson-Erkrankung. Ja, Parkinson. So ähnlich, aha. Aber noch, also nicht heilbar. Also ja. Es gibt keine Medikamente dagegen. Wie alt ist deine Frau? Wie ich, 35. Also. 35? Ja. Wie lange hat deine Frau diese Erkrankung schon? Das ist vererbt, also vom Vater. Das heißt, sie hatte sie immer schon, oder? Also vom Vater vererbt, ja. Ja, und wann ist die Krankheit zum Ausbruch gekommen bei deiner Frau? Das ist noch gar nicht so lange her, also das ist erst vor... Ja, so ungefähr 3 Jahren. Vor 3 Jahren? Ausgebrochen, ja. Wie hat sich die Krankheit bemerkbar gemacht? Zuckungen, also sie erkennt mich nicht mehr und die Kinder auch nicht mehr. Und mittlerweile erkennt sie euch nicht mehr. Am Anfang waren das Zuckungen, sagst du, am Anfang und was noch? Ja, das ging so langsam los und dann auf einmal ping und ja. Und heute ist es so, dass sie ihre Familie... Bitte? Sie ist jetzt in der Pflegeeinrichtung. Ah ja. Sie hat einen Spezialrollstuhl, einen ganz großen. Und ja. Und sie erkennt dich nicht mehr und sie erkennt eure Kinder nicht mehr. Wie ist ihr Zustand, wenn du sie in dieser Pflegeeinrichtung besuchst? Ich gehe, ich darf sie nur einmal alle 2 Monate besuchen. Warum? Ja, weil es zu frustrierend wäre für mich. Erstens mal psychisch und auch für meine Frau und sie schreit dann nur und... Also es kann sein, dass deine Frau zu sehr in Stress versetzt, wenn du kommst. Mhm. Nur sind 2 Monate beim Verlauf dieser Erkrankung, wie du sie mir geschildert hast, doch eine lange Zeit. Ja. Jeweils, ich könnte mir vorstellen, wenn du dann mal 2 Monate nicht... Meine Tochter will nicht hin. Also sie sagt auch schon, nee. Wenn du dann mal alle 2 Monate nicht dort warst, dass sich der Zustand dann noch dramatischer verschlimmert hat. Aber ich frage dich, wie du das empfindest, wenn du länger nicht bei ihr warst. Naja, wir sehen uns ja also ab und zu bei Geburtstagen und diesen, aber ich... Ach, sie kommt zu Geburtstagen, kann sie kommen? Ja, aber das ist schwierig, weil wir wohnen hier in so Häusern, wo keine Aufzüge sind und mit dem Aufzug und sie kann nicht mehr laufen und sie kann auch nicht mehr, also sie muss jetzt künstlich ernährt werden und der Arzt hat gesagt, dass also bis zu dem Ende des Jahres, also wird es wahrscheinlich zu Ende gehen. Ja. Also damit ich das jetzt nicht falsch verstanden habe, sie liegt in einer Pflegeeinrichtung. Ja. Und bisher ging das, dass sie mal ab und zu auch mal irgendwo hinkommen konnte, wenn beispielsweise ein Geburtstag ist. Aber der Zustand wird immer schlimmer und die Prognose ist sehr, sehr traurig. Ja. Deine Kinder 9 und 4 Jahre, sagst du, sind... Nur hast du gesagt, das ist eine Erbkrankheit. Besteht die Sorge, dass deine Kinder... Meine Tochter hat es leider auch. Deine Tochter hat es auch? Ja. Das kann man nachweisen? Ja, das haben wir schon getestet. Aber bei der Tochter ist es nicht ausgebrochen? Nein, das wird aber irgendwann, mit 30 vielleicht, oder mit 35. Hm. Und wie ist es bei dem Jungen? Das haben wir nicht getestet. Das heißt, du lebst jetzt in der bedrückenden Situation, dass deine Frau verfällt geradezu und wird sterben? Vor meinen Augen, ja. Vor deinen Augen und du hast die Sorge um dein Kind? Ja. Das ist eventuell bei dem Kind und auch schon... Ich bin jetzt 9 Jahre verheiratet und...
Und alles kam so schnell und plötzlich und niemand hatte daran gedacht und damit gerechnet. Ja, also ich bin Alkoholiker, muss ich dazu sagen. Also ich trinke gerne Bier und und ich habe sie damals kennengelernt, als ich eine kleine Entgiftung gemacht habe und so. Und und da wusste ich schon, aber ich wusste nicht, dass sie die Krankheit hat. Also wie ist das denn jetzt, wenn du mit solchen Schicksalsschlägen konfrontiert bist? Bist du wieder, trinkst du wieder? Ja, ab und zu mal ein Bier, ja. Ja, wahrscheinlich, um in der Hoffnung irgendwie dich zu betäuben oder damit fertig zu werden. Naja, ein bisschen schon, ja. Wer ist denn so um euch herum? Wer stützt dich und dein... Also meine Mutter, die ist ja auch schon über 80 und ich kümmere mich um die Kinder und die sind ja hier gleich beim Kindergarten, also mein Sohnemann und und meine Tochter. Wissen, du hast gerade so eine Andeutung gemacht, wissen die Kinder, wie schlimm es um die Mutter bestellt ist? Nee, mein Sohn nicht, aber meine Tochter ja. Die Tochter ja, die Tochter ist ja 9 Jahre alt, ne, hast du gesagt. Wird jetzt sehen. Was sagt die Tochter dazu, dass die Mama... Sie will davon nichts wissen. Sie will das, sie verdrängt das. Also sie will davon gar nichts. Und ich habe sie ja auch nicht gesagt, also... Aber woher weiß sie es denn? Du hast ja gerade gesagt, sie weiß, dass die Mutter so todkrank ist. Ja, ich habe so Andeutungen gemacht, aber nicht mehr. Ah ja. Wie lange ist es her, dass du noch so relativ normal mit deiner Frau hast sprechen können? Oh, lange her. 2 Jahre. Zwei Jahre. Du sagst, und die Krankheit ist ausgebrochen, ja, auch vor 2 Jahren. Ja. Und dann ging das so rapide bergab, auch geistig bei ihr, dass du sie nicht mehr richtig erreichen konntest. Ja. Kann das sein, dass dein Alkoholismus doch noch viel stärker geworden ist, als du es mir gerade mal so gesagt hast? Wieso? Ich wollte jetzt nur eigentlich mal das loswerden, ne? Dass das, Robert, ich sag das nicht, um dich zu verurteilen. Ich glaube, dass man da Verständnis für hätte, dass jemand dann rückfällig wird, wenn er in eine solche Dramatik hineingerät. Also verstehe es nicht falsch, die Frage. Naja, nee, ist schon klar. Hast du denn psychologischen Beistand? Im Moment gar nicht. Gehst du arbeiten? Nee, ich habe Bäcker gelernt. Ich habe früher, darüber ist ein anderes Thema. Okay, aber im Moment gehst du nicht arbeiten? Nee. Wann wirst du das nächste Mal deine Frau sehen? Wahrscheinlich gar nicht, Das heißt, du möchtest da auch nicht hingehen? Mhm. Weil der Anblick zu schlimm ist? Ja. Und sie sowieso nichts davon hätte? Ja, erstens, sie würde das gar nicht, sie muss jetzt also auch gefüttert werden und sie hat so einen Spezialrollstuhl, so einen großen, riesen Rollstuhl, einen roten. Und allein der Anblick würde mich zu fertig machen. Und es ist so, dass sie komplett ihre Persönlichkeit verloren hat. Das heißt, sie würde dich nicht erkennen, sie könnte nicht mit dir sprechen. Nein. Sie ist ein anderer Mensch. Nein, weil die Zunge auch so angeschwollen ist. Ja, aber auch, sie würde dich auch nicht erkennen. Nein. Also sie würde mich vielleicht ein bisschen erkennen, aber dann würde sie vielleicht machen und das wäre dann. Sagst du nochmal den Namen dieser Erkrankung? Den hatte ich noch nie. Chorea Huntington mit CH. Ja. Das bedeutet, dass du auch gar nicht mehr die Gelegenheit hattest, als deine Frau noch relativ klar war, mit ihr über all das zu sprechen, was euch dann und jetzt bevorsteht. Ja, so ungefähr, ja. Kann man so sagen. Weil ich habe, im Moment wirklich nur noch die einzige Sorge, dass meine Tochter und mein Sohn, also mein Sohn hat es Gott sei Dank, also ich habe ihn nicht testen lassen, wie gesagt, aber meine Tochter hat es leider. Also das Chorea-Syndrom und ich weiß nicht, wie ich das... Ja, und meine
meine Tochter will auch nicht hin. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich das alles auf die Reihe kriegen soll. Das verstehe ich. Ich habe jetzt wieder angefangen zu trinken, wie gesagt. Ja. Und ganz schön blöd. Nur die alte Mutter, die alte Dame, die meine Mutter schon genug zu tun hat. Und die Kinder. Ich hole meinen Sohn vom Kindergarten. Also darf ich nicht mehr. Darfst du nicht mehr? Nein, vom Jugendamt. Warum? Ja, weil die gesagt haben, es sind nur 50 Meter. Ich wohne genau gegenüber vom Kindergarten. Und dann darfst du ihn nicht abholen? Nein, ich darf ihn nicht abholen. Also alleine nicht. Also, nee, darf ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ja, das hat das Jugendamt gesagt, ich darf ihn nicht abholen. Und die haben das nicht begründet? Ja, weil ich halt wieder angefangen habe, Bier zu trinken. Ach so, ja. Ach so. Aber nur, wenn ich alleine bin, also am Wochenende oder so, aber nicht. Lieber Robert, was du mir erzählst, ich glaube, dass man nur als Außenstehender auch nur eine Ahnung davon bekommt, wie schlimm es um euch und dich gestellt ist im Moment. Und was für eine wirklich erdrückende Lage das ist. Ja, ich schön ist es nicht. Bitte? Schön ist es nicht. Mhm. Ich finde, das wäre so wichtig und so notwendig, dass sich da jemand um dich und euch, eben auch um die Kinder, ordentlich kümmert. Auch um dich. Weil du musst ja stark sein, du musst ja für die Kinder da sein. Ja, bin ich ja. Mhm. Aber ich habe Sorge, dass du das vielleicht nicht schaffst oder dass du noch weiter in den Alkoholismus abstürzt. Ja, ich hoffe es nicht. Mhm. Wir werden jetzt mal im Hintergrund etwas überlegen, ein bisschen, mit dir zusammen. Was man in deiner Umgebung, ich weiß nicht, wo du wohnst, das wirst du gleich meinem Psychologen sagen können. Ich muss jetzt umziehen aus meiner, ich wohne ja in Zehlendorf eigentlich. Ach, in Berlin. Mhm. Ja, in Berlin-Zehlendorf. Mhm. Aber jetzt muss ich umziehen, weil meine Wohnung wird da halt umgebaut und... Mhm. Also noch zusätzliche Probleme. Ja, und jetzt muss ich umziehen. Und wir werden jetzt mal überlegen. Ich finde, dass dir jemand zur Seite stehen muss im Moment. Das finde ich ganz wichtig. Und wie das gehen könnte und wer das sein könnte, das beraten wir jetzt im Hintergrund. Dafür möchte ich dich bitten, aufzulegen und du wirst von uns, von meinem Psychologen, dem Peter, angerufen. Und ihr könnt in Ruhe sprechen. Okay. Ich wünsche dir ganz viel Kraft und alles Liebe und alles Gute für dich und deine Familie. Danke dir. Auf Wiederhören. Okay. Tschüss. Tschüss. Das war der Robert. Wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, das für heute geplante Thema, das verschieben wir. Wir haben eine offene Sendung, wir haben die Sendung aufgemacht. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt mir domian@wdr.de. Hier ist Daniel und Daniel ist 24 Jahre alt. Guten Morgen, Daniel. Hallo, Domian. Hallo, Daniel. Was ist dein Thema? Ja, es ist ganz faszinierend, dass ich doch nicht nur Zuhörer bin, sondern jetzt auch mal live bei dir bin. Ja. Du hattest gestern einen Anrufer, der hat sich mit dir über seine Extremfaulheit unterhalten. Extremfaulheit, ja genau. Erinnerst du dich dran, ja. Ja, natürlich. Und lag im Bett, ich höre die immer, wenn ich im Bett liege. Mhm. Und ich habe mich in dem Moment nicht mehr eingekriegt. Ich dachte, ey, wie dreist muss man sein und sowas dann auch noch, sag ich mal, über die Medien großartig propagieren, dass man auch noch, ja, in Anführungszeichen stolz darauf ist. Mhm. Ich habe mich in dem Sinne einfach darüber aufgeregt, weil er halt dachte, ja gut, ich liege den ganzen Tag im Bett und ich design hier und da mal ein T-Shirt und er findet aber keine Abnehmer dafür. Ja. Und ich reg mich dann einfach in dem Moment auf, weil ich stehe jeden Morgen auf und gehe arbeiten, um Geld zu verdienen, ja, und muss dafür einiges tun und teilweise habe ich 45, 50 Wochenstunden. Mhm. Ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin im Qualitätsmanagement einer Internetagentur in Köln. Ja. Und es ist eben auch hier Überstunden in einer Tagesordnung, wie es in den Medien nun mal so üblich ist. Ja. So, und ich muss eben auch gucken, dass ich mein Geld verdiene. Mhm. Und ja, der Typ, der kann jeden Tag ausschlafen und wird letzten Endes vom Staat dafür bezahlt fürs Ausschlafen. Und das ist einfach eine Sache. Ich war gestern, im ersten Moment hatte ich das Gefühl auch so wie du und dachte auch, mein Gott, das ist eine reine faule Socke. Aber nach einer Weile wurde mir klar, dass das schon seine tiefen Ursachen hat. Das will ich jetzt nicht einfach nur irgendwie so, ich will ihn da nicht raus erklären. Aber er war schon psychisch sehr mitgenommen und erkrankt, glaube ich. Okay, wenn man das aus dieser psychologischen Sicht sieht, dann würde ich dir da einfach mal zustimmen. Ja. Aber letzten Endes ist es ja doch so, ich habe also auch, wenn ich jetzt mal einfach das auf mein persönliches Leben beziehe, ich habe also auch einen Freund, der seit, ja, ich denke mal, knapp 5 Jahren arbeitslos ist oder einen guten Bekannten.
Und hier ist es einfach auch so, also der nimmt sich teilweise Sachen raus und da denke ich mir dann ja, warum lässt man sowas denn durchgehen? Ich meine, der Staat, der fängt an mit Reglements, Hartz IV und ALG II und das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes und ich finde einfach, man müsste hier vielleicht an anderen Sachen ansetzen, weil ich denke einfach mal, die Arbeit ist letzten Endes da, aber der Staat geht da nicht rigoros genug vor, also weil wie gesagt, mein Kollege, der sagt zwar auch, ja, ich bewerbe mich hier und da und ich möchte auch arbeiten, aber so richtig macht er den Eindruck dann doch nicht. Und ich finde, da sollte man einfach viel mehr hinterher sein. Also gebe ich dir recht. Gebe ich dir völlig recht, dass es sicher viele Leute gibt, die sich sehr provokant verhalten, so wie du es gerade beschrieben hast. In dem gestrigen Fall glaube ich, dass es wirklich eine Erkrankung war. Im Schwerpunkt, glaube ich, eine Angsterkrankung. Ich denke mal auch, also er klang ja am Telefon auch sehr hektisch. Er hat also auch sehr hektisch und panisch gesprochen. Ja. Und aber du hast natürlich recht, dass jeder, der letztendlich wirklich auf der faulen Haut liegt, und da gibt es ja auch sehr viele, der ist natürlich immer eine Provokation für alle Leute, die arbeiten. Vor allen Dingen auch für Leute, die für wenig Geld arbeiten. Ja, richtig. Die vielleicht 12 Stunden am Tag wirklich einen harten Job haben oder 2 Jobs auf einmal machen, um irgendwie über die Runden zu kommen, gibt es ja auch immer mehr Menschen. Bin ich deiner Meinung, finde ich auch, dass man da härter rangehen müsste. Aber ich glaube, das denken wir alle. Und die Politik ist ja schon da auch ein bisschen härter geworden. Aber die Provokation bleibt, hast du recht, natürlich, wenn man das hört. Ja, nee, ich finde es eigentlich recht skurril, wenn man sich in der politischen Landschaft umguckt, die kümmern sich um Dinge, die in meinen Augen gar nicht so wichtig sind oder bauschen Dinge auf, die sie für wichtig halten, ja. Mhm. Und das, was wirklich wichtig ist, das wird dann rückt einfach in den Hintergrund. Ich sag mal, jetzt war ja wieder der Amoklauf in den USA, ja. Auch eine sehr, sehr schreckliche Sache, wie ich sagen muss. Mhm. Also ich finde sowas grauenhaft. Ich verstehe nicht, wie ein Mensch sowas machen kann. Und ich erinnere mich da an den Amoklauf zurück, der halt hier in Deutschland war. Wo dann eben direkt wieder die Videospiele und die Medien zur Rechenschaft gezogen worden sind, also bestimmte Musikgruppen oder Musikgenres, sag ich mal. Ja. Und da rückten dann viele Dinge, die in der Politik eigentlich wichtiger sein sollten und Priorität haben, rückten einfach wieder in den Hintergrund. Das wurde dann so vertuscht quasi. Nach dem Motto, jetzt haben wir wieder was, wo wir uns drauf stürzen können. Und dann hacken wir da einfach mal ein bisschen auf rum, dann vergessen die Leute wieder das, was eigentlich wirklich relevant ist. Ich habe heute die Nachrichten von RTL gesehen um 6:45. Und war wirklich entsetzt. Die Sendung fängt um 6:45 an, wie gesagt. Ich guckte auf die Uhr, es war schon 6:50 und man sprach immer noch über Amerika. Als gäbe es nicht, wie du es auch sagst, genügend auch andere wichtige Themen in Deutschland, die es zu berichten gilt. Also das wurde dann schon sehr effekthascherisch aufgebaut und die Zeit verging und verging und verging und das waren die Hauptnachrichten. Ja, es gibt viele Dinge, wo wir uns oder wo sich die Politik einfach reinkümmert, wo sie nichts zu suchen hätte. Egal, ob das jetzt, sag ich mal, die Soldaten sind, die nach Afghanistan geschickt werden oder in den Irak, ja, wo eben diese Unterstützungsgeschichte läuft. Aber ich denke mal, da ist vieles im Argen, was die Politik wieder rausheben muss, was aber auch seine Zeit dauern wird. Das heißt, bist du für den Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan? Definitiv nicht, nein. Also wir haben da unten, Deutschland hat da unten nichts zu suchen, so einfach ist das. Also wie gesagt, ich unterstütze definitiv nicht irgendwelche Terroraktionen oder so, aber genauso wenig unterstütze ich, was George Bush beispielsweise im Irak abzieht. Ja, also wenn man sich überlegt, er wollte eigentlich den Frieden da unten reinbringen und wenn ich dann letztens in irgendwelchen Nachrichten höre, dass bis jetzt 1000 Leute in Bagdad draufgegangen sind, seit den neuen Sicherheitsvorkehrungen durch Selbstmordattentäter, dann finde ich also doch ein bisschen hanebüchen. Also wie gesagt, ich finde einfach, wie gesagt, wir haben weder mit Afghanistan noch mit dem Irak was zu tun. Ja. Und die Bundeswehr ist als Verteidigungsstreitkraft ausgelegt, nicht als Angriffsmacht. Mhm. Ja. Und dementsprechend, klar, wenn es da unten nur Aufklärungsflüge sind oder ähnliches, aber die Leute werden da runtergeschickt und müssen ihr Leben quasi riskieren, ja. Ohne dass wir da letzten Endes, also das sieht nicht komisch anhören, aber wir haben ja keinen Benefit dadurch. Ich bin deiner Auffassung. Ich schließe mich dem wirklich nur an. Daniel, du bist lange auf. Du hast einen harten Job und bist lange auf. Wie kriegst du das auf die Reihe alles miteinander? Es geht eigentlich. Ich bin ein Spoiler. Also ich gehe meistens so gegen 1 ins Bett. Ja. Und morgens um 6:30 raus. Ehrlich, so früh dann schon wieder? Und dann bist du fit für den ganzen Tag? Ich halte das aus, ja. Respekt, ich habe mich da mittlerweile dran gewöhnt. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, lieber Daniel, danke für deine Meinungsäußerung. Das fand ich sehr, sehr gut, dass du dich gemeldet hast. Domian, ich danke dir auch für das Gespräch. War echt cool. Und alles Gute. Ja, mach weiter so. Ja, sehr gerne. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050. Wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, dann meldet euch oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Rainer. Rainer ist 27 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Grüß dich. Hi. Hallo, Rainer. Was ist dein Thema?
mein Thema ist etwas kurios, aber ich hoffe, du kannst mir da mal eine Antwort drauf geben. Ja, ich bin gespannt. Und zwar, ich bin seit 4 Jahren in einer festen Beziehung mit meiner Freundin. Ja. Aber seit 3 Monaten zusammen mit meinem neuen Freund, den ich auf der Arbeit kennengelernt habe. Ah, also du bist bisexuell. Anscheinend. Das heißt, du wusstest das vorher nicht? Nein, das wusste ich, nein, definitiv nicht. Dieses jetzt mit deinem Freund, das ist die erste Erfahrung mit einem Mann? Überhaupt die erste, ja. Ja. Das ist ein Arbeitskollege? Das ist ein Arbeitskollege, ich arbeite halt schon seit mehreren Jahren in der Firma. Ja. Darf ich fragen, welche Branche ungefähr? Versicherung, ja. Mhm. Ja. Ist er denn bisexuell oder schwul schon länger oder ist es für ihn auch die erste Erfahrung? Er ist der typische Schwule. Ach so. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so ausdrücke, aber er gibt das offen hin, er zeigt das, er sagt das eben. Und er übrigens sich wahrscheinlich die Frage, wer da wen verführt hat. Er mich. Natürlich, ja klar. Also, aber ganz raffiniert auf einer Betriebsfeier. Ja. Ich weiß davon eigentlich auch nur noch das Erwachen danach und den Schock danach. Ja, erzähl mal, wie war das? Also ihr habt gefeiert und habt gesoffen? Richtig ordentlich, ja. Ja. Und ich muss dann mich überredet lassen haben, mit aufs Zimmer zu gehen. Mhm. Und in ein Hotelzimmer? Richtig. Ja. Und muss dort mit ihm Sex gehabt haben. Aber daran kannst du dich nicht erinnern? Nein, in Bruchstücken. Ja. Und bist dann morgens mit ihm zusammen in seinem Bett aufgewacht, in dem Hotelbett? Richtig, genau. Und hast die Augen aufgemacht und hast gedacht, was hast du da gedacht? Scheiße, habe ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Aber also ich war auch erst stinkesauer, muss ich dazu sagen. Ich war unheimlich sauer, ich wollte gar nichts mehr von ihm wissen. Mhm. Wie ging das? Bist du aufgestanden, hast dann gleich eine Szene gemacht und bist rausgegangen, hast ihn beschimpft oder wie war das? Ich habe gefragt, ob er noch ganz dicht ist und habe ihn wüst beschimpft, wirklich wüst beschimpft. Mhm. War kurz davor, ihm eine reinzuhauen. Mhm. Und habe meine Sachen gepackt und bin gegangen. Habe gehofft, dass das keiner von den Kollegen mitbekommen hat. So, aber so einfach war die Sache nicht beendet. Richtig, also wir haben dann circa 2 Wochen nicht mehr miteinander geredet. Ja. Und dann hat er quasi sowas wie ein Schlichtgespräch gesucht. Ja. Und hat sich mit mir nochmal privat verabredet, das in Ruhe zu besprechen. Mhm. Und habe mich dabei allerdings überredet, das vielleicht doch mal auszuprobieren. Und er hat dich dabei überredet? Ja, was heißt überredet? Also mir ging das ja lange durch den Kopf danach. Ja. Und es waren so gemischte Gefühle. Mal war es mir egal, mal fühlte ich mich richtig schlecht. Mhm. Mal habe ich gedacht, naja, so schlimm kann es nicht gewesen sein. Mhm. Aber er hat es tatsächlich geschafft. Also ich habe mich dann nochmal drauf eingelassen. Wir haben dann ein paar Mal uns so getroffen und sind dann letztendlich im Wachenzustand, sage ich mal, in seinem Bett gelandet. Ohne Alkohol? Ohne Alkohol, ja. Komplett ohne Alkohol. Und das war dann wirklich das erste Mal eigentlich für dich mit einem Typ? Richtig, richtig. Und wie fandst du das? Das ist genial. Ich hätte es nie gedacht vorher. Ja. Also keinerlei früher so heimliche Träume gehabt, heimliche Fantasien diesbezüglich? Überhaupt nicht. Komplett auf Frauen fixiert? Richtig, richtig. Männer nie irgendwie attraktiv gefunden, dem man nachgeguckt, irgendwas? Im Gegenteil, ich war da eher negativ eingestellt. Mhm. Also, so, und jetzt ist der Knabe seit 3 Monaten, sagst du, dein Freund sogar? Richtig, nur meine Freundin weiß davon noch nicht. Und das habe ich jetzt mir schon gedacht, mit der du 4 Jahre zusammen bist. Richtig. Das heißt, da laufen 2 Beziehungen nebeneinander. Richtig, und das ist mein Problem in dem Sinn. Ja, und das geht natürlich nicht. Egal, ob das ein Kerl ist oder ob das eine Frau ist, finde ich. Ich meine, du gehst deiner Freundin fremd, egal ob du mit einem Typ fremd gehst oder mit einer Frau. Ja, ist richtig. Es ist richtig, aber ich kann mich einfach nicht entscheiden. Ich bin seit 4 Jahren mit ihr zusammen und ich liebe sie auch noch. Ich genieße auch das Zusammensein mit ihr, aber das, was ich lebe, ist einfach ebenfalls fantastisch. Lebt ihr, wohnt ihr zusammen auch? Du und deine Freundin? Freundin und ich wohnen zusammen, ja. Ja, das heißt, du musst sie auch ständig belügen, wenn du mit ihm irgendwie unterwegs bist. Richtig, genau. Was sagst du dann? Ich sage ihr, dass ich mit ihm unterwegs bin. Ach so, sie denkt, das ist halt ein Kumpel von dir. Richtig, genau. Und sie weiß, sie denkt eigentlich von mir, dass ich ja eine total negative Einstellung habe zum Schwulsein. Sie weiß, dass er schwul ist. Das weiß ich. Das weiß sie. Aber sie kommt überhaupt nicht auf die Idee, dass du eventuell mit ihm da was machen könntest. Bis jetzt nicht, ne? Überhaupt nicht. Ja. Dein Freund weiß natürlich auch von deiner Freundin, davon gehe ich aus. Ja, die kennen sich sogar. Die kennen sich sogar.
Was sagt er denn? Macht er dir irgendwie Druck, dass du es ihr sagen sollst? Oder lässt er es so? Am Anfang überhaupt nicht. Ja. Also am Anfang, jetzt der erste Monat. Und seit ein paar Wochen redet er schon auf mich ein, ich soll das doch bitte beenden. Mhm. Weil ihn das irgendwie anwidert, dass ich nebenbei noch Sex mit einem anderen Menschen habe. Mhm. Das heißt, er ist in dich sehr verliebt. Und du bist offensichtlich in ihn auch sehr verliebt. Was heißt verliebt? Ich genieße das einfach. Das kann man nicht beschreiben. Das ist was genießt du denn da? Was genießt du da, was du bei deiner Freundin nicht genießen kannst? Das Neue, er weiß genau, was ich sexuell möchte, mhm. wie ich mir das vorstelle, wie ich mich wohlfühle. Mhm. Und das ist phänomenal, das hätte ich mir nie vorstellen können. Schläfst du mit deiner Freundin noch? Ja. Ja, aber nicht so oft. Weniger. Wenn du mit ihr schläfst, bist du ganz bei ihr oder denkst du ein bisschen auch an deinen Freund? Ich denke meistens an ihn und meistens an irgendwelche Handlungen, die wir dann zusammen durchmachen würden, wenn ich bei ihm wäre. Ach so, das heißt, du kommst in innere Erregung dadurch mehr, dass du an ihn denkst und Fantasien an ihn hast, als durch die praktischen Geschichten mit deiner Freundin. Richtig, das ist richtig. Ja, auch ein schlechtes Zeichen. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt als schlecht werten sollte. Ja, klar. Also ich meine, es ist ja ein... Also grundsätzlich ist es erstmal ein Hintergehen und ein Betrug, den du an deiner Freundin begehst. Vier Jahre Vergangenheit, 4 Jahre Biografie zusammen, finde ich, hat einen Wert. Aber was soll ich tun? Was soll ich tun? Wenn du gerne mit diesem Mann weiter zusammen sein willst und nicht von dir aus sagst, ich beende das und gehe wieder ganz zu meiner Freundin zurück... Dann finde ich, dann musst du es ihr sagen, dass da was läuft. Dann gibt es verschiedene Varianten. Es kann sein, dass sie völlig aus dem Häuschen ist und dich vor die Alternative stellt, er oder ich. Vielleicht sagt sie aber auch, okay, komm, das ist ein Mann, der kann dir etwas geben, was ich dir so nicht geben kann. Wir versuchen das mal parallel laufen zu lassen. Ich weiß nicht, wie die drauf ist, deine Freundin. Die tun das. Sie würde das gar nicht... Du musst dir vorstellen, sie denkt ja, ich bin total negativ eingestellt zum Schulzeit. Ja gut, da ist erstmal der Schock für sie, dass du das bist. Und der zweite Schock ist, dass du sie hintergangen hast. Hm. Da gibt's keine Lösung, Rainer. Das ist ja ein Klassiker, den du da erlebst im Moment. Und wie gesagt, das ist völlig egal, welche Geschlechterkombinationen das sind. Hm. Das, was du jetzt gerade geschildert hast, sagen ganz viele Leute, die irgendwie in eine neue Beziehung reinkommen. Hm. Das ist was Neues, das ist interessant und ich genieße das und so weiter. Und die Menschen sagen auch immer, ich liebe auch die Beziehung, mit der ich sehr lange zusammen war. Da ist viel Vertrautheit, da ist viel Innigkeit und man respektiert sich und so weiter. Richtig. Ich will ihr halt auch nicht wirklich wehtun. Das kommt auch noch hinzu, aber du tust es ja schon, obwohl sie es noch gar nicht weiß. Ja, aber ich suche eben den Weg, die Beziehung, wenn ich sie denn beenden möchte, anders zu beenden, als ihr das so mitzuteilen. Okay, wenn du schon so weit bist, dass du auch mit dem Gedanken spielst, dass du dich von ihr trennen könntest, dann gäbe es natürlich noch eine andere Variante, da hast du natürlich recht, dass du die Beziehung baldmöglichst beendest, aber dieses vielleicht nicht ihr direkt sagst, um ihr nicht so weh zu tun. Du kannst ja eine andere Begründung sagen, dass die Liebe nicht mehr so stark ist, dass sie erloschen ist und. Ja. Na gut, es hört sich halt alles leichter an als das letzte. Ja, aber lass mich nochmal nachfragen. Also der Gedanke ist dir durchaus auch schon durch den Kopf gegangen, dich wirklich von der Frau ganz zu trennen. Ja, speziell durch den Kopf gegangen, wenn ich mich mit meinem Freund, wenn ich mich mit Robert unterhalte, dann ist es natürlich sehr intensiv, weil er auch gute Argumente findet. Mhm. Wenn ich dann aber vor ihr bin, dann tue ich mir immer sehr schwer damit. Mhm. Ich meine, jeden Tag, den du länger wartest, machst du dich mehr schuldig. Ja, das stimmt schon. Das ist so. Nun kann man natürlich sagen, aus Rücksicht muss man vielleicht da nicht sofort die Wahrheit sagen. Andererseits überlege ich auch gerade so, wahrscheinlich kriegt sie es ja sowieso bald raus danach, oder? Wenn ihr euch da alle irgendwie kennt, kann das sein, dass sie es dann rauskriegt? Kann sein. Ja, dann wäre wahrscheinlich der wirklich sauberste Weg, es ihr sofort und dann richtig klar zu sagen, ich habe mich verliebt und es tut mir leid, es ist ein Typ und keine Frau. Ja. Und ich bin über mich auch selbst erstaunt, du kannst dir das so erzählen, wie du es mir erzählt hast und dann ist es so. Und es ist eine Katastrophe erstmal für die Beziehung, klar, aber dann ist die Wahrheit ausgesprochen. Ja. Oh Mann, na gut, also du meinst, ich sollte das so bald wie möglich... Ich finde ja. Lieber Rainer, gutes Gelingen. Okay. Alles Gute. Tschüss. Bitte?
Jetzt habe ich ihn weggedrückt. Tschüss, ich habe nur Tschüss gesagt. Tschüss, Rainer. Hier ist Anna. Anna ist 25. Guten Morgen, Anna. Hallo, guten Morgen. Hallo, Anna, guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, mein Problem ist einfach, es ist halt schwer zu erklären, dass das Gefühl habe, dass ich mich nicht mehr verlieben kann. Ich habe es akustisch nicht ganz verstanden. Sag's nochmal. Dass ich das Gefühl habe, dass ich mich nicht mehr verlieben kann. Das Gefühl hast du? Ja. Wann hast du dich das letzte Mal verliebt? Ja, das ist eine gute Frage. Vor einem Jahr im Februar. Das geht ja noch, immerhin. Ja. Wenn du jetzt gesagt hättest, vor 10 Jahren, dann wäre ich auch etwas beunruhigt. Aber vor einem Jahr? Ja, circa vor einem Jahr. Und was ist aus dieser Verliebtheit damals geworden? Ja, also ich wurde halt verlassen wegen einer anderen. Wie lange bist du mit dem Typ zusammen gewesen? Vielleicht intensiv waren es etwa 3 Monate. Ja. Und es lief dann noch etwa ein halbes Jahr, aber er hatte zwischendurch immer noch eine andere. Okay, also nicht schön für dich gelaufen. Nein, nicht schön. Mit Verletzung und Demütigung und viel Traurigkeit. Ja, genau. Ja. Und warum glaubst du jetzt, ich meine, das ist ja nur wirklich nicht so lange her, warum glaubst du, dass du dich nicht mehr verlieben kannst? Ja, weil ich einfach in dem letzten Jahr einfach viele Männer kennengelernt habe und nach ziemlich kurzer Zeit, sagen wir mal nach 2 bis 4 Wochen, gemerkt habe, dass ich die nicht mehr möchte. Also wie viel hast du denn kennengelernt? Sie verletzt habe. Dass du sie verletzt hast? Ja. Inwiefern verletzt? Ja, dass die sich einfach mehr eingebildet haben und... Hast du ihnen den Anlass dafür gegeben, dass sie sich mehr einbilden können? Ja, mit Sicherheit, weil mir fällt es halt schwer, jemandem das direkt ins Gesicht zu sagen, dass ich das nicht möchte. Wie viele Männer waren das denn? Ja, bestimmt 5 oder 6. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das ist schon... Also das waren Männer, die hast du irgendwie kennengelernt und die waren dann gleich davon ausgegangen, dass das jetzt die große Beziehung wird? Ja, die haben gleich gesagt, die wollen ein Kind von mir. Was ist denn da bei euch los? Du lernst den gerade kennen und dann wollen die gleich ein Kind von dir? Ja, nach 14 Tagen, ja. Alle 5? Nein, nicht alle 5, aber so nach 14 Tagen gleich die Mutti vorstellen und solche Scherze, also das ist nichts für mich. Nee, finde ich auch. Da sollte man sich Zeit lassen. Eben. Und dann auch so einengen, also so jeden Tag sehen, das kann ich nicht ertragen. Nee, also. Wo hast du die denn kennengelernt? Ja, im Internet. Im Internet? Achso. Alle aus dem Internet? Meistens, ja. Oder halt in irgendwelchen Diskos oder so. Immerhin, das ist dann schon ein realer Kontakt in der Diskothek. Ja, das stimmt. Aber ich frage es auch nochmal, spielst du auch insofern ein bisschen mit denen, dass du denen in den ersten Begegnungen auch sehr viel Hoffnung machst? Das Gefühl habe ich halt, ja. Ich habe das Gefühl, dass ich denen irgendwie bewusst wehtun will. Vielleicht, weil du verletzt worden bist. Und du jetzt irgendwie so den Wahn hast, ich muss jetzt Rache an den Männern üben. Ja, so ungefähr. Was natürlich subjektiv verständlich ist, aber objektiv Blödsinn. Ja, das ist natürlich, mir tut das dann auch weh, weil ich bin eigentlich nicht der Mensch, der sowas macht. Ja, nee, nicht nur, dass es dir weh tut, sondern es schadet dir ja auch. Es schadet dir, weil es dadurch eben keine Verbindung geben kann und es sich gleich verkompliziert oder dich nervt und so weiter. Eben. Ja. Ich hatte auch mal eine 5-jährige Beziehung und ich denke, daher rührt der ganze Schmerz, denke ich mal. Was ist denn in der 5-jährigen Beziehung passiert? Sehr, sehr viel. Negative Sachen? Ja. Was also es sind natürlich auch positive Sachen gewesen, aber ich habe halt den Menschen übelst sehr geliebt und er hat halt öfters, hat er mich betrogen und dann sind wir aber immer wieder zusammengekommen. Also wir hatten sehr viele Pausen dazwischen drin und wieder zusammen und das ging über 5 Jahre hinweg. Wir hatten dann auch eine Fernbeziehung und das war alles so schwierig, also... Aber er hat dich nicht geschlagen oder sowas? Nein, das hat er nicht gemacht, überhaupt nicht. Aber er hat mich psychisch halt ziemlich fertig gemacht. Heißt das, dass du noch nie in deinem Leben eine richtig tolle Beziehung mal eine Weile hattest? Ja. Ich nie das Gefühl hatte, dass ich denjenigen genauso liebe wie er mich. Eigentlich war es immer nur, entweder liebt er mich oder ich liebe ihn. Ich meine, das ist ja auch schwierig. Ja. Es ist ja auch wirklich schwierig, dass sich genau die beiden Pole finden, wo es auf beiden Seiten gleichermaßen emotional zugeht. Da glaube ich sowieso nicht mehr dran, dass sowas funktioniert. Ja, das gibt's schon. Aber es ist halt, man sieht zwar immer so viel Paare, aber wenn man genauer hinguckt, ist das keineswegs immer gleich stark von den Emotionen und von der Ehrlichkeit. Ich glaube, wenn das mal aufeinander trifft,
gleiche große Liebe, gegenseitiges großes Begehren und Ehrlichkeit, das ist eine große Ausnahme und was sehr Wertvolles. Ich finde, manchmal muss man da sehr lange, manche suchen ein Leben lang danach. Eben. Deshalb möchte ich dich ermutigen, jetzt nach einem Jahr nicht schon aufzugeben und zu sagen, ich kann mich nicht mehr verlieben. Aber wenn du selbst schon so selbstkritisch an dich herangehst und sagst, ja, vielleicht locke ich dir auch zu sehr oder vielleicht will ich Rache üben an den Männern oder so, dann geh doch da mit dir mal ein bisschen mehr ins Gericht. Und versuche dann doch. Was soll ich das am besten machen? Ja, indem du einfach dein Verhalten dir anguckst und überprüfst und das dann eben etwas veränderst, dass du vielleicht auch etwas distanzierter erstmal an die Männer herangehst, damit sich das langsam entwickeln kann. Hm. Vielleicht, ich weiß es ja nicht, vielleicht hast du auch so Rituale mit Männern, dass du so Spielchen mit denen gleich am Anfang spielst oder dass du gewisse Fragen stellst oder gewisse Sachen sagst. Das würde ich alles mal streng unter das Horoskop legen, unter das Mikroskop legen. Ist halt nicht so einfach. Meistens geht das alles. Die Ereignisse überschlagen sich irgendwie immer so schnell, finde ich. Und da kann ich gar nicht viel dagegen tun irgendwie. Gut, aber wenn man sich etwas vorgenommen hat, dass man sich strenger beobachtet, klappt das schon. Das klappt ja nicht immer und da gibt es auch Rückschritte, aber man, das ist halt der erste Schritt, wie man sein Verhalten verändern kann, indem man sich streng beobachtet, auch wenn man dann immer wieder Fehler macht. Ja. Und dann ist es der mühsame Weg, sich vielleicht in ein anderes Verhalten hineinzubegeben. Ja. Und vor allen Dingen auch so die Haltung dazu, dass du nicht sagst, ach Mann, das gibt sowieso nie wieder was oder das wird sowieso nie was werden. Sondern dass du denkst, ich bin 25 Jahre alt, das ist ein schwieriges Unterfangen, die Liebe zu finden, die große Liebe allemal. Ich lasse es mal langsam angehen und bin vorsichtig und bin dann auch nicht so enttäuscht, wenn es nicht funktioniert beim nächsten Mal. Ja, das ist nicht so einfach, ne? Nee, klar, aber was meinst du, letztendlich geht es fast allen Menschen so. Ja. Wir alle suchen und haben gesucht und sind traurig zwischendurch, haben das Gefühl, aufgeben zu müssen. Ja, vor allen Dingen, wenn ich das bei meinen Eltern sehe, die waren 23 Jahre verheiratet und haben sich danach getrennt, also das ist für mich schon unbegreiflich. Also das zeigt mir eigentlich, dass es nicht was fürs ewige Leben gibt. Vielleicht hast du recht, aber es gibt sicher was für bestimmte Abschnitte, Zeitabschnitte, wo es richtig ehrlich und gut ist. Und dafür lohnt es sich schon zu suchen und zu kämpfen, finde ich. Vielleicht habe ich die falschen Ideale, ich weiß es nicht. Was sind denn deine Ideale? Ich habe so eine konservative Einstellung vom Leben, also was ich mir mal wünsche, ja. Halt ganz normal Familie. Ja. Halt ein, zwei Kinder und Haus und Mann und schöne Arbeit und so. Ja, finde ich nicht schlimm, solche Ideale zu haben. Aber das findet man heutzutage nicht mehr. Also ich sage, die Menschen haben sich irgendwie verändert, finde ich. Man muss ja auch nicht gleich immer alles dann auf einmal wollen. Der erste Schritt ist ja jetzt erstmal einen tollen Typ kennenzulernen, den man liebt und von dem man wieder geliebt wird. So, und dann guckt man mal weiter, wie es sich dann entwickelt. Wenn sich daraus vielleicht eine längere Beziehung mit Familie und Kind ergibt, umso besser. Das als Ideal zu haben, finde ich durchaus in Ordnung. Ja. Ach Mensch. Liebe Anna, ich glaube, dass du musst da einfach ein bisschen gelassener rangehen. Und wie gesagt, guck dir selbst streng auf die Finger. Ich hoffe, du hast recht. Bitte? Ich hoffe, du hast recht. Ja, und ich hoffe, dass du es schaffst, aber ich bin sicher, dass du es schaffst. Okay. Alles Liebe wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Dann können wir ja wieder irgendwas unter das Horoskop legen. Rosi ist hier. Rosi ist 55. Guten Morgen. Guten Morgen, Jürgen. Ja, Rosi, schön, dass du da bist. Ja. Was? Ich habe ein trauriges Thema. Ein trauriges. Mein Neffe hat sich vor 2 Wochen das Leben genommen. Wie alt? 21. Mhm. Und ich habe ihn gefunden. Wie hat der Junge sich das Leben genommen? Mit Autoabgasen in der Garage. Und du hast ihn gefunden? Ja. Du bist in die Garage gekommen? Nein, ich wollte zur Arbeit und bin an der Garage vorbeigekommen und habe das Auto gehört. Mhm. Das heißt, wohnt ihr in einem Haus? Wir wohnen in einem Haus, Und da? Ja, da sind alle Alarmglocken angegangen. Ja. Ich habe das Tor aufgemacht, das Auto lief, bin gleich rein, Scheibe war offen. Mhm. Und dann habe ich gleich den Schlüssel rumgedreht, abgezogen. Da war doch wahrscheinlich eine irrsinnige Qualmwolke in dem. Ich kann es dir nicht sagen, das weiß ich nicht. Mhm. Ich habe nur den Schlüssel abgezogen, der war ganz heiß. Mhm.
Also war mir klar, dass es schon länger lief. Mhm. Ja, und er hat sich halt nicht bewegt. Er saß am Steuer? Ja, er saß am Steuer. Und dann habe ich versucht, mir Hilfe zu holen. Es war früh, 6:45. Niemand hatte das gehört, dass das Auto gelaufen ist? Nein, das war auch ganz leise. Mhm. Das war auch ein Zufall. Ich gehe normalerweise die Treppe hoch zu meinem Auto und diesmal bin ich am Haus entlang gegangen. Mhm. Sonst hätte ich es vielleicht gar nicht gehört. Du hast Hilfe geholt, wahrscheinlich kam dann bald ein Krankenwagen? Ja, ja. Ich habe mir im Haus habe ich mir Hilfe geholt. Ich habe dann jemanden rausgeklingelt. Mhm. Und der ist dann auch nochmal mit raus und hat geguckt und dann hat der angerufen. Ich wusste überhaupt keine Telefonnummer mehr. Mhm. Und dann ging das natürlich dann Schlag auf Schlag. War dein Neffe denn bereits in der Garage verstorben oder ist er im Krankenhaus gestorben? Ja, war schon tot. Er war schon tot. Ja. Weiß man, wie lange er in diesem Auto gesessen hat, bei laufendem Motor? Also zuletzt wurde er um 2:30 gesehen. Mhm. Und wir nehmen an, dass er das kurz danach schon gemacht hat. Der Neffe, das heißt, ist der Sohn deiner Schwester. Deiner Schwester. Wohnt die Schwester auch da im Haus? Ja. Hat sie den toten Jungen auch gesehen? Ja, später erst. Meine Schwester war in Frankfurt auf einer Messe. Ach so. Die war gar nicht da. Warum hat er das getan? Ja, warum? Das wird man nie erfahren. Gibt es keine Hinterlassenschaft, keinen Brief? Keine Mails? Jetzt haben wir nichts gefunden. Ja, eine Mail, also im Computer war... Da hat dann eine andere Nichte von mir, die hat dann einen Satz gefunden, den letzten Eintrag. Und das war, endlich geht jetzt alles zu Ende. Hatte er denn große Probleme? Er hatte schon Probleme. Welcher Art? Welcher Art? Er war ein sehr tiefsinniger Mensch. Mhm. Und er hat sich auch sehr viel Gedanken über das Leben gemacht. Mhm. Was hat er denn? Er hat auch immer mal gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich lebe und man hat es aber nicht ganz so ernst genommen. Was hat er beruflich gemacht? Er war in der Ausbildung zum Industriemechaniker, war einer der Besten, im 3. Lehrjahr. Mhm. Hat er eine Freundin? Ja, da war Schluss seit 3 Monaten. Hängt es da vielleicht auch? Da hat er sehr dran zu knabbern gehabt. Mhm. Also jemand, der sehr, auch ein Grübler, der über die Dinge sehr, nachdenkt. Sehr lustig. Auf der einen Seite sehr, sehr lustig. Mhm. Und dann gibt sie das dann. Ne? Wie war denn dein Verhältnis zu ihm? Gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben jetzt 4 Jahre in dem Haus zusammen gelebt. Mhm. Also immer ein nettes Wort gehabt, ein bisschen gequatscht. Er hat mich oft von der Arbeit abgeholt, wenn ich kein Auto hatte. Und wo ich krank war, hat er für mich gekocht. Und Jetzt ist das Ganze 2 Wochen her. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass da in dem Haus, in dem du wohnst, eine sehr, sehr traurige und schlimme Stimmung herrscht. Ja, wir sind eine sehr große Familie und das ist für uns alle sehr, sehr schlimm. Mhm. Wie geht denn die Mutter damit um, deine Schwester? Meine Schwester, die ist unter Schock. Unter Schock? Mhm. Ja. Mhm. Ja, ich könnte mir vorstellen, wenn man in der Art betroffen ist, dass man immer fragt, warum? Warum hat er vielleicht nichts gesagt? Wir hätten vielleicht helfen können. Oder man stellt sich ja die verrücktesten Fragen dann auch. Oder man hat die ungewöhnlichsten Überlegungen. Ja, man kann aber nicht 24 Stunden am Tag aufpassen oder helfen. Nein. Nein. Hat er denn sowas wie einen allerbesten Freund? Ja. Und der weiß auch nichts? Die haben schon über Probleme gesprochen. Mhm. Und wie gesagt, er hat auch öfter mal so einen Spruch losgelassen. Aber man nimmt das ja, man sagt, red nicht so ein dummes Zeug. Also den Spruch losgelassen, ich nehme das Leben, oder? Ja, nicht direkt so, ne, aber so Andeutungen halt. Aber auf jeden Fall war sein bester Freund auch komplett geschockt und überrascht. Ganz, ganz furchtbar, ja. Die Freunde überhaupt. Mhm. So eine ganze Freundesgruppe. War die Beerdigung schon? Ja. Das war sicher auch sehr schlimm. Ja. Eine große Beerdigung? Sehr große. Mhm. Wie ist denn das für dich, wenn du jetzt da aus dem Haus gehst und an der Garage vorbeigehst? Ich ziehe hier aus. Ja. Wegen... Meine Schwester auch. Ach so.
Also in dem Haus wohnst du, die Schwester und noch andere Verwandte? Ja, nein, keine Verwandten mehr. Hm. Das kann ich verstehen, dass man dann diesen Ort verlässt. Ja. Weil du wirst das immer vor Augen haben, wenn du diese Garage siehst. Ja. Und natürlich deine Schwester auch. Ja. Ja, vor allen Dingen, es wird nie wieder ein Geburtstag so gefeiert werden können hier. Hm. Wir sind wirklich eine große Familie. Hm. Und das wann, geht nicht. Wann hätte er denn seinen nächsten Geburtstag? Im Juli. Hm. Ist ja auch nicht mehr so lange hin. Ja. Ja. Redest du denn mit deiner Schwester viel? Ja, wir reden alle viel. Wir reden alle viel. Mhm. Das ist gut. Oftmals höre ich, dass dann in den Familien nicht gesprochen werden kann aus Trauer. Wir reden nur davon. Mhm. Alle. Wirst du denn mit deiner Schwester dann wieder zusammenwohnen? Nein. Nee, das nicht. Mhm. Wie trauerst du denn, Rosi, wenn das so ein naher Verwandter war? Gehst du beispielsweise oft zum Friedhof? Denkst du viel an ihn? Ich denke von morgens bis abends an ihn. Hm. Hast du selbst auch Kinder? Ich habe eine Tochter, ja. Und haben die beiden sich auch ganz gut verstanden? Ja, sehr gut sogar. Oh, also enger Familien zusammen. Überhaupt ganz eng, ja. Hm. Und gehst du zum Friedhof? Ich gehe auch zum Friedhof. Ja. Und da steht man wahrscheinlich fassungslos immer davor. Ja. Kann das gar nicht glauben. Ja. Und alle Gedanken und alle Erinnerungen gehen durch den Kopf. Ja. Hm. Das war eine ganz, ganz außergewöhnliche Beerdigung. Was war außergewöhnlich daran? Er war ganz, ganz großer Ozzy Osbourne-Fan. Mhm. Und in dem Sinne ist auch die Beerdigung gemacht worden von Ozzy Osbourne. Ist ein Lied gespielt worden, Mama, I'm Coming Home. Von Metallica ist ein Lied gespielt worden. Mhm. Und noch zwei andere. Kein Kirchenlied, nur so in diesem Sinn. Es war sehr, sehr, sehr ergreifend. Und wer hat die Ansprache gehalten? Eine Pfarrerin. Eine Pfarrerin, ja. Mhm. Die hat das mitgemacht. Mhm. Das glaube ich, dass das sehr ergreifend ist, wenn man weiß, dass die Lieblingsmusik von ihm war. Ja. Und diese Musik wurde dann auch in der Trauerhalle gespielt? Ja, beim Trauergottesdienst. Mhm. Und beim zu Grabe lassen des Sarges wurde da auch irgendetwas von dieser Musik noch gespielt? Nein, das ist alles ein bisschen anders gelaufen. Wir sind dann innerhalb der Familie, sind wir in einen Nachbarort gefahren. Mhm. Aber nur die Familie, die ja groß ist, und haben Kaffee getrunken. Mhm. In der Zwischenzeit ist er eingeäschert worden. Ach so. Mhm. Und anschließend haben wir dann die Urnenbeisetzung gemacht. An einem anderen Tag noch? Nein, am gleichen. So schnell ging das? Wir waren, den ganzen Tag war die ganze Familie zusammen. Mhm. Mhm. Es wurde alles an einem Tag gemacht. Liebe Rosi, ich wünsche dir und eurer Familie viel Kraft für die Zeit der Trauer, wie lange sie auch anhalten mag. Ja. Und wünsche alles Gute und wünsche und richte meine Wünsche und mein Beileid auch deiner Schwester bitte aus. Hör zu. Ach, hör zu. Ja. Mhm. Alles Gute euch allen von Herzen. Danke, Jürgen. Auf Wiederhören. Tschüss. Hier ist Daniel. Daniel ist 23. Hallo Daniel. Hallo Domian. Daniel, um was geht's? Mein Problem ist folgendermaßen. Also ich bin jetzt seit knapp 4 Wochen mit meiner Freundin zusammen. Mhm. Wurde halt schon vorne dran in 4 verschiedenen Beziehungen 4-mal betrogen von 4 verschiedenen Frauen. Du. Und hab jetzt schon wieder Angst, dass es gerade mal wieder passiert. In 4 verschiedenen Beziehungen von Frauen betrogen worden? Genau. In wie vielen Jahren, in welchen Zeitraum reden wir da? In knapp 5 Jahren. Und das waren jeweils 4 verschiedene Beziehungen? Genau. Und wie oft haben die dich betrogen? Also jede Frau einmal und das tut ziemlich weh, wenn man da noch zurückdenkt. Ja. Und jetzt gerade auch, weil ich jetzt schon wieder 4 Wochen in einer Beziehung bin und meine Freundin seit knapp 2 Wochen nicht mehr gehört, beziehungsweise nicht mehr gesehen habe. Warum nicht? Na, Problem ist, sie hat jetzt halt, fängt eine Ausbildung an zur Altenpflegerin, arbeitet jetzt im Praktikum 13 Stunden pro Tag. Mhm. Und dann hört man sie nicht mehr, man sieht sie nicht mehr und das sind Sachen, das tut richtig weh. Na gut, aber man kann ja mal telefonieren oder mal
Ja, telefonieren kann man doch, oder? Klar, aber sie sagt halt immer, wenn sie abends nach Hause kommt, dann ist sie platt, weil sie macht nur Mittagsschicht von mittags ein bis abends um 10:30. Ja. Aber ich denke einfach so, auch wenn man jemand liebt, dann hat man auch mal mindestens 2 Minuten Zeit für denjenigen, eine SMS zu schreiben. Und so eigentlich sagen. Schon, finde ich auch, vor allem, wenn man gerade so frisch zusammen ist. Du sagst, wir sind 4 Wochen zusammen und 2 Wochen haben wir uns nicht gesehen. Das irritiert genau. mich auch schon in gewisser Weise, muss ich dir sagen. Das ist halt bei mir die Angst halt, wenn man schon so oft betrogen worden ist. Und das Schlimme halt, wo ich mit dir zusammenkam, das war halt wunderschön, das war Liebe auf den ersten Blick. Woher weißt du denn, dass ihr, wie, habt ihr beschlossen, dass ihr zusammen seid oder wie? Nee, wir haben uns kennengelernt im Biergarten nachmittags und das war halt irgendwie innerhalb von einer Viertelstunde auch zusammen gewesen. Das war einfach traumhaft geil. Und dann kriege ich abends von ihr auch eine SMS, dass der Tag wunderschön mit mir war, dass ich ein super lieber Kerl bin und dass sie sich mit mir die Zukunft vorstellt. Achso, das wurde also von ihr auch so ausgedrückt. Genau, und eine Stunde später kam halt die komplette Gegen-SMS. Und hast du mir halt geschrieben, dass du seit 6 Monaten in einer Beziehung ist. Ach. Und das hat mir so wehgetan. Ich kann dir sagen, ich habe den ganzen Abend so auf dem Schiff gestanden. Das heißt, sie ist im Moment auch immer noch in einer Beziehung? Nein, sie hat die Beziehung beendet mit ihm. Ja. Aber nur auf dem Grund, weil ich das gewünscht habe, weil ich gesagt habe, ich will nicht nochmal verarscht werden. Nun könnte es ja sein, dass das für sie vielleicht übereilt war. Wie lange war sie insgesamt mit dem vorhergehenden Mann zusammen? 6 Monate. 6 Monate. Ich kann dir sagen, an dem Abend, ich habe die ganze Zeit da gebibbelt und gebammelt. Ich habe gedacht, oh Gott, hoffentlich entscheidet sie sich für mich. Und wirklich nur auf Suizid gestanden. Ich kann dir sagen, ja, nur mal langsam. Ich mir nichts garantieren kann. Nur mal langsam. Das geht aber alles ein bisschen Schlag auf Schlag bei euch. Und ich habe gerade auch schon so ein bisschen das Gefühl, dass du auch sehr, sehr klammerst und unbedingt jetzt aber auch gleich alles haben willst, mit allen Sicherheitsgarantien. Klammern, auf der einen Seite muss ich dir da ganz ehrlich recht geben. Ich habe ja auch gesagt, dass das die Liebe meines Lebens ist und dass ich mir auch Kinder von dir wünsche. Ja, nur mal. Daniel, Mensch, die Liebe deines Lebens, das kannst du nicht nach 2 Wochen entscheiden, ob es so ist. Ja, ich mag da musst du dich mal ein bisschen runterfahren. Mensch, das kannst du mir erzählen, wenn du die Frau, sagen wir mal, ein halbes Jahr gut kennst. Höchstens ein halbes Jahr. Nach einem halben Jahr, kann man das sagen, ja. Aber nicht nach 2 Wochen. Das ist vielleicht auch bei mir das Problem, Domian, weil ich mich da zu viel reinsteige. Das glaube ich nämlich auch. Wenn du mal einen Gang runterschalten würdest. Vielleicht auch dem Mädel ein bisschen mehr Luft lässt. Dann würden sich die Dinge wahrscheinlich viel besser fügen und für dich auch gut entwickeln, als wenn du jetzt wirklich da hechelnd hängst und alles Mögliche verlangst und da schon an Kinder und an Ehe und an das Rentendasein mit ihr denkst. Ist alles Quatsch. Klar, ich habe ja auch letzte Woche, da habe ich es ja ans Telefon bekommen, das war, wie viel hat sie gesagt, 400 Anrufe in Abwesenheit oder so, habe ich aufs Handy geknallt. Hör mal, Daniel, lass es sein. Da machst du einen, da würdest du mich irre mitmachen, wenn ich das Mädchen wäre. 400 Anrufe in Abwesenheit? Die kriegt doch keine Luft mehr, Mensch. Lass die Frau in Ruhe erstmal. Das ist das Problem halt, das ist bei ihrem Ex-Freund nicht gewöhnt gewesen. Das ist halt, der hat sie alle Wochenenden nur gesehen und wir haben uns die Anfangszeit jeden Tag gesehen und das ist für sie eine Umstellung. Ja gut, die Anfangszeit, wir reden jetzt von einer Mini-Zeit. Ihr wart zwei Wochen erst de facto zusammen und die letzten 2 Wochen ist sie schon auf Distanz gegangen. Warum ist sie auf Distanz gegangen? Nicht, weil die so viel zu arbeiten hat. Ja, das ist sicher stressig, aber das ist nicht der Hauptgrund. Du gehst ja schlichtweg auf die Nerven. Du gehst ja zu sehr auf die Pelle. Wie? Ich will das nicht abstreiten. Ich bin selbst vom Beruf, bin ich Koch, kann ich dir sagen. Dann musst du etwas verändern. Dann musst du dich einfach etwas runterschrauben. Sonst machst du dein eigenes Glück dir kaputt. Nicht nur das Glück, ich kann dir sagen, ich mache mich auch selbst nervös. Ja, ich kann dir sagen, ich bin jetzt seit genau knapp 4 Tagen ununterbrochen Blut am Brechen, weil mir laufend kotzübel ist. Ich mache mich selbst nervlich fertig und habe gestern auch mit einem guten Kumpel telefoniert. Der sagt auch zu mir, wenn du so weitermachst, dann landest du nochmal in der Psychiatrie wegen einer Frau. Das heißt, was heißt nochmal? Ich bin im besten Wege, weil ich schon mal wegen einer Frau da war. Damit habe ich mit dir telefoniert vor 2 Jahren. Lass uns das Ganze auch mal von der positiven Seite sehen. Du hast jemanden kennengelernt, die du toll findest. Genau. Und offensichtlich findet die dich auch schon ziemlich gut. So, das ist ja schon mal ein dickes Plus. Jetzt läuft das im Moment nicht so, wie du dir das gerade vorstellen möchtest. Aber auf der Basis dessen, dass du da eine Frau hast, die du klasse findest und die dich toll findet, könntest du doch vielleicht einen Tick gelassener sein und dir einfach mal sagen, okay,
Ich lasse die erstmal kommen. Ich rufe mal nicht an. Ich schicke dir auch keine Sims. Bis sie sich bei mir meldet, die soll das freiwillig machen, dann macht die das auch besonders gerne und dann ist die auch mit ganzem Herzen dabei. Die soll sich nicht verpflichtet fühlen, sich bei mir zu melden. Ist doch viel besser. Klar, kann ich auf jeden Fall probieren. Das ist zwar ziemlich schwer, aber... Aber das musst du wollen. Das musst du wollen und du darfst dich auch nicht zu sehr gehen lassen. Du sagst, du steigerst dich rein. Ja, warum steigert man sich rein, wenn man sich auch nicht versucht, in den Griff zu kriegen? Da kann man dann zehnmal sagen, ja, kann ich nicht, dann verdammt nochmal, dann streng dich an. Bloß das Problem ist, bei mir kann ich dir auch sagen, dass ich mich dann auch selbst so nervig fertig mache, selbst dann runter mache. Genau wie ja, allein jetzt mit dem Ganzen, dass ich total am Boden bin, auf der Arbeit baue ich nur Scheiße. Ja, aber du musst doch gar nicht total am Boden sein. Es ist doch noch nicht dramatisch. Ja, aber das ist bei mir halt Angst, verstehst du, Domian? Ja, aber auch da kannst du dich ja auch irre reinsteigern. Gut, du hast schlechte Erfahrungen gemacht mit Frauen. Was heißt das? Daraus kann man gar keine Konsequenz ziehen. Gar keinen Schluss ziehen. Das heißt ja nicht, dass jede nächste Frau oder jetzt, die du jetzt hast, dass die wieder so ist. Das heißt, wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, darfst du nicht daraus schlecht lernen. Dass du ein bisschen mehr auf der Hut bist, okay. Aber dir jetzt schon einzureden, die könnte eventuell auch mal fremd gehen, dann machst du ja alles kaputt. Du machst alles, was du dir selbst irgendwie an Glück herangeschafft hast, machst du gleich wieder kaputt. Das ist vielleicht mein Problem, dass ich mich irgendwie zu viel da reinsetze und zu viel Hoffnung und zu viel Gedanken da reinmache. So, jetzt die Frage, wie verändert man das? Wenn du warst schon mal in der Psychiatrie oder in psychologischer Behandlung wegen einer Frau? Psychiatrie, das war wegen 2 Suizidversuchen, ja. Ah ja. Habe ich damals auch mit dir drüber geredet, vor 2 Jahren. Ja? Ich kann ja sagen, es war die Freundin, die lesbisch geworden ist, besser gesagt, die sich für eine Frau entschieden hat. Mhm. Und wie lange warst du damals in der Psychiatrie? In 8 Wochen. Mhm. Hat dir das für dich was gebracht oder war das einfach nur eine... Na, nicht so richtig. Also, es wurde immer schlimmer, sag ich mal so. Weil die hatte mir auch eine SMS da reingeschrieben. Also, ich habe mein Handy dabei gehabt. Mhm. Hat mir geschrieben, ja, Schatz, liebst du mich noch oder bist du schon tot? Mhm. Okay, das sind ja alte Geschichten. Ne? Das ist ja von einigen Jahren jetzt her. Das ist auch gut so, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, wollen wir vielleicht gar nicht weiter das nochmal aufrühren. Ich hab das hier so hart zu dir gesagt, Daniel, dass du dich ja selbst am Schopf packen musst. Mir ist aber auch klar, dass es auch Entwicklungen so gibt im Leben oder Phasen, wo man das nicht so gut kann alleine, dass man das nicht schafft. Manche können das, die sind vom Naturell irgendwie stärker, manche können das nicht. Wenn du das nicht alleine schaffst, dann hol dir von außen Hilfe. Das würde ich gerne machen, auf jeden Fall, weil wenn das so weitergeht, ich habe wirklich Angst, wenn ich dir sagen darf, dass ich wirklich irgendwann nochmal so da hänge. Genau wie jetzt zum Beispiel, ich mache eine Ausbildung zum Koch, ich kann ja sagen, ich bin im 3. Jahr. Mhm. Das ist doch im Moment schon so, dass ich am liebsten würde die Lehre direkt hinschmeißen, weil ich einfach gar nicht mehr dabei bin. Mhm. Was natürlich absoluter Wahnsinn ist, ne? Wenn du schon so weit bist jetzt mit deiner Ausbildung, wegen einer Frau oder wegen einer Geschichte, die gar nicht mal problematisch ist. Die ist ja gar nicht, ich halte das nochmal fest, das ist ja gar nicht so schlimm im Moment, das ist nur ein bisschen irritiert. Du hast sie ja. Da wirfst du mal schön deine Lehre nicht hin. Also was man jetzt kurzfristig machen kann, es wäre einfach mein Rat, mein Appell an dich. Fahr dich zurück, fahr dich runter. Schreib ihr nicht, sim sie ihr nicht, ruf sie nicht an. Lass sie anrufen. Werde ich probieren. Versuch es. Du machst deine Lehre fertig. Wie lange musst du die Lehre noch machen? Noch bis nächstes Jahr Januar. Okay, das ist ein überschaubarer Zeitraum, das ist nicht mehr lang. Das ziehst du durch. Und wenn du dir die Zähne auf die Zähne mit aller Kraft drückst, das ziehst du durch. So, und alles Weitere, was vielleicht schon eine Hilfe noch nötig wäre, da möchte ich, dass du noch ein Gespräch mit meinem Psychologen führst. Okay. Dass du dir von außen noch was holst, das wäre vielleicht gar nicht so ganz schlecht. Werde ich machen. Dann wirst du bitte auflegen, Daniel, und der Peter ruft dich gleich an, mein Psychologe. Alles klar, dann sage ich dir vielen Dank, Domian. Alles Liebe, Daniel, alles Gute und toi, toi, toi. Danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen.